herzlich willkommen zu einem weiteren Snapshot auf meinem Channel. Jo, wie ihr hier sehen könnt, haben wir 21W18A, welcher am Mittwoch rausgekommen ist, also letzten Mittwoch. Ihr seht das hier an einem Montag. Und ja, es gibt mal wieder eine neue Generierung von Erzen, von Caves und von... ja, Ruinen würde ich jetzt nicht sagen, diese Schluchten würde ich jetzt mal sagen. So nenne ich die jetzt zumindest. Und des Weiteren gibt es noch was für die Ziegen. Genau. Fangen wir erstmal mit Folgendem an. Die Ziegen, die Viecher hier, die sind echt niedlich. Das ist aber eine normale Ziege. Wäre das jetzt eine schreiende Ziege, dann... hättet ihr nämlich ein Problem. Denn schreiende Ziegen werden öfter als normale Ziegen versuchen, einen Spieler oder eine andere Entität Berge runterzuschmeißen und diese halt zu killen. Und das ist eigentlich das, was die Ziegen tun. Ansonsten wurden haufenweise Bugs gefixt. Und warum habe ich hier jetzt die Raw-Items? Ganz einfach, weil... man kann jetzt diese rohen Erze, beziehungsweise rohen Kupfer und Eisen und Gold halt ab und zu in diesen Erzvenen finden. Also die Wahrscheinlichkeit ist höher geschraubt worden. Gleichzeitig sind die etwas kleiner geworden. Und die generelle Kupfergenerierung ist bisschen reduziert worden, damit man halt nicht zu schnell an das Zeug kommt, und Eisen wurde ein bisschen nach oben versetzt, also dass ein bisschen besser oben in den oberen Schichten der Map generiert wird, und irgendwie wird es immer dunkel, wenn ich hier am Aufnehmen bin. Wie dem auch sei, genau, und die Deep Slate Blobs, so steht es im Changelog, also diese kleinen, ja, ich sag mal Haufen von Deep Slate, die werden jetzt nicht mehr unter über Höhe 0 generiert, weil die gehören halt nach unten ins Deep Dark, welches erst mit dem 1.18 Update, also dem zweiten Teil des 1.17er Updates, kommen werden wird. So, genau. Und des Weiteren werden auch diese, ja, nicht Höhlenschnitzer, sondern diese, ja. Ich hab's gleich. Riesigen Schluchten in Ozeanen, die es vorher nicht gab und dort generiert werden sollten, auch jetzt wieder dort generiert. Das war ein Bugfix. Steht aber im Changelog als Änderung halt. Und ja, die werden jetzt nicht mehr über Höhe 0 generiert, und ja, das soll wohl recht hübsch aussehen, wenn die da halt so, stellt euch vor, ihr seid in einem Meer halt, ne, und ihr schwimmt und schwimmt und schwimmt, und dann seht ihr diese riesige Spalte, nein, nicht schief denken, gut, und das sieht einfach mega nice aus, wie dem auch sei. Das so viel zu den Erzen, und die Erzverteilung an sich, also Generierung, wurde auch nochmal gechanged. Das schauen wir uns aber erst gleich an, denn die sogenannten Spaghetti Caves, genau die, die wurden auch nochmal überarbeitet. Mal schauen, ob ich hier welche finde. By the way, das ist hier die neue Generierung. Wo haben wir sie denn? Da haben wir Lavaseen, da haben wir normalen See. Ja, die hier. Die haben jetzt eine Grundhöhe, die nicht allzu hoch sein wird. Also man kommt hier mehr oder weniger schon noch durch. Aber halt nicht so wie früher, dass die so mega winzig oder mega riesig sind. Und die werden auch nicht mehr so sehr unterbrochen. Das ist das, was es in dem heutigen Snapshot gibt. Und dadurch, dass jetzt nicht so viel neues Stuff dazukommt, heißt das, dass wir auch bald schon in der Lage sind, das 1.17er Update Part 1
zu genießen. Auch wenn die neuen Caves natürlich schöner wären. Aber gehen wir doch jetzt mal über zu den guten alten Verteilungen der Erze. So. Und hier haben wir die Erzverteilung, wie ihr seht. So, wir haben hier ein Bild in voller Auflösung. Die wurden ein bisschen angehoben hier. Redstone hat sich kaum was geändert, aber umso tiefer, umso besser. Ne? Auch bei den beim Eisen und bei Copper. Ne? Klar, hier die Emeralds kriegt man nur in Cliffs Biom, also in den oberen Biomen bzw. Bergen. Eisen gibt es da auch relativ viel von. Und Kohle wurde auch ein bisschen überarbeitet, wie ihr hier sehen könnt. Ja, hier ist noch so ein dicker Blob. Hier haben wir noch zwei geteilt, die Lapis Lazuli Teile, also umso tiefer, umso besser. Wobei hier auf dieser Höhe, welche haben wir da? Wir haben da Höhe. Ja, so zwischen 0 und minus 8, da ist das beste, der beste Spot, um hier Lapis Lazuli zu buddeln. Und ein Stück weiter runter findet man auch ein bisschen mehr Dias und auch ein bisschen mehr Gold. Das seht ihr hier an diesen Linien in dem Bild. Und bei Dias ganz klar, minus 64 gibt es die meisten. Ja, das so viel zu der neuen, ich sag mal, Erzverteilung. Ihr könnt euch das Bild anschauen, wenn ihr im Launcher auf die Entwicklungsversions-Changelogs geht und da gebt ihr dann einen Link. Wie dem auch sei, ist aber wie vorher auch nicht final. Also das könnte sich noch im Laufe des Snapshots mal wieder ändern. Hier links seht ihr die neue Generierung und hier rechts, das ist die 1.16er Generierung, die ja benutzt wird im ersten Teil des 1.17er Updates, weil der zweite Teil von hier hinten, da gibt es halt noch haufenweise Probleme und deshalb kommt das erst im Winter beim zweiten Teil. Wie dem auch sei, das war's eigentlich vom Snapshot. Gehen wir also wieder zurück ins Spiel und ich hoffe, euch hat das Snapshot gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Falls ihr keine Snapshots mehr verpassen wollt und oder andere Tutorials, denn auf meinem Kanal gibt es relativ verschiedene Sachen. Minecraft-Videos, Windows-Videos und ab und zu auch mal andere Spiele, aber eher selten. Und falls ihr euch fragt und neu seid auf dem Kanal, warum sieht das Inventar so aus? Das gehört jetzt nicht mehr zum Changelog dazu, vom Snapshot, aber ich habe es schon öfter gesagt, ich habe mein eigenes Resource Pack gemacht, das ist das Dark and Green GUI Pack. Gibt es auch unten in der Beschreibung und wenn die 1.17 rauskommt, gibt es eine neue Version davon, denn ich habe haufenweise neue Sachen eingebaut. Also ich habe alte Blöcke von den Texturen her überarbeitet bzw. geändert. Aber sobald das Pack dann final fertig ist, werde ich hier auf dem Channel noch ein Video dazu hochladen. Mit so gut wie allen Block-Changes. Also, wenn ihr sowas nicht verpassen wollt und generell ein Resource-Pack lieber nutzt als die Standard-Texturen, so wie ich, dann, ja. Lasst, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und ich sage, bis zum nächsten Snapshot und oder Tutorial und ciao, Leute.